Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute unser Osterspecial. Und los geht es mit unseren Hasengirlanden. Und dazu braucht ihr Buntpapier, eine Hasenschablone, Wolle, eine Schere, ein Bleistift und eine Heißklebepistole. Wie immer lasst euch bei der Arbeit mit der Heißklebepistole von einem Erwachsenen helfen. Und los geht's! Und nun kommen wir zum Wollpompom. Dafür nehmt ihr euch ein Stückchen Wolle, schneidet es erstmal ab, so etwa 30 cm. Dieses Stückchen braucht ihr nachher, um den Bommel zu fixieren. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch das Wollknäuel und drei Finger und wickelt es um die Fingerspitze. Bedenkt aber bitte, dass ihr den Mittelfinger wieder rausziehen müsst, also bitte nicht zu eng wickeln. Habt ihr genügend Wolle für euer Bommel zusammen, schneidet die Schnur ab. Entfernt den Mittelfinger aus dem Wollknäuel und steckt die zuvor abgeschnittene Schnur durch, genau wie ihr es hier im Video sehen könnt. In der Mitte wird dann alles fest verknotet, dort könnt ihr ein, zwei oder auch drei Knoten reinmachen. Lasst euch gerne von jemandem helfen. Schneidet nun längs die Schlaufen durch, wiederholt dies an der anderen Seite. Nehmt euren fast fertigen Bommel und wuschelt es zwischen euren Handflächen auf. Nun schneidet ihr den Bommel zurecht und und fertig ist der Pompom. Und fertig sind eure Hasengirlanden. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wir wünschen euch ein frohes Osterfest und viel Spaß beim Nachbasteln. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.